Ich habe den Kanal noch nie gesehen, Tinus Klauser mit 1000 Abonnenten, aber mir wurde dieses Video random auf der Startseite angezeigt. Die besten Side-Hustles, um als Teenager 10.000 im Monat zu verdienen. Und das Ding ist, ich krieg solche Videos immer wieder vorgeschlagen und normalerweise würde ich die jetzt nicht im Stream gucken, aber irgendwie hat es jetzt gerade so geklingelt bei mir, weil irgendwie jetzt neulich in den letzten Mattis Kummerkastenrunden und so oder auch so in den Streams über den Chat kam immer wieder die Frage rein, ey Matti, meine Eltern kaufen mir nicht dies, kaufen mir nicht das, bla bla bla, wie kann ich Geld verdienen als Teenager dies, das. Und jetzt dachte ich, weißt du was? Wir gucken das einfach mal. Und der Bro sieht tatsächlich wesentlich jünger aus als ich und hat irgendwie eine entspanntere View als ich. Was ist da los? Ich habe in den letzten 3 Jahren mehr als 5 verschiedene... Boah, was ist da bei dem Ton los? Okay. Nur eine Sekunde geschaut. In 3 Jahren mehr als 5 verschiedene Side-Hustles ausprobiert und es gibt einige gut bezahlte. Aber in diesem Video wollte ich mich auf die Top 4 konzentrieren, die meiner Meinung nach am besten sind. Ich meine, also die Edits sind cool. Schnitzstil gefällt mir jetzt schon. Aber Bro, wenn du 10.000 im Monat schon verdient hast über 4 krasse Side-Hustles, dann sind doch bestimmt 100 Euro für ein halbwegs vernünftiges Mikro drin, oder? Oder 700 Euro für ein sehr vernünftiges, was sagst du? Wir haben mittlerweile 2024. Eine Zeit, in der Teenager mehr Geld verdienen als Ärzte, Anwälte und Richter und das online von ihrem Handy aus. Was du verstehen musst, ein Online-Business aufzubauen, erfordert nicht ansatzweise den Aufwand, der noch vor 2 bis 3 Jahren nötig war. Tag für Tag kommen neue Businessmodelle in den Trend, die einfacher, komfortabler und profitabler denn je sind. Du brauchst nicht das beste Setup mehr. Was du wirklich brauchst, ist nur ein Handy und Netz und dann bist du schon ready to go. Okay, also es sind so Internet-Side-Hustles, ja? Und genau deshalb zeige ich dir in diesem Video 4 Möglichkeiten, um ein Online-Business zu starten. Und alles, was du dafür brauchst, ist dein Handy. Okay, Leute, ihr habt ein Handy? Alles klar, 10.000 im Monat sind safe. Let's go. Diese 4 haben das größte Potenzial, viel Geld zu verdienen. Sie sind auch easy zu starten, was bedeutet, dass jeder, trotz mangelnder Skills oder unabhängig vom Standort, mit diesen Side-Hustles beginnen kann und auch Geld verdienen kann. Also lass uns starten, die besten 4 durchzugehen und wir gehen vom schlechtesten zum besten. Der erste Side-Hustle, den du ganz einfach starten kannst. Boah, Bro, also wirklich. Alles ist cool. Gestaltung und so von dem Video, nice. Gefällt mir. Aber Tipp für dich, damit aus 1000 Abonnenten 10.000 und 100.000 werden. Ja, Top-Kommentar sagt auch schon, gut geschnitten. Audio ist irgendwie komisch. Ey, Bro, du musst dein Audio fixen. Wofür du nur ein Handy brauchst, ist Affiliate-Marketing. Im Jahr 2024 ist es einfacher denn je, damit zu starten und auch gute Provisionen zu bekommen. Ja, bevor er redet, würde ich euch direkt schon mal den Tipp geben bei Affiliate-Marketing. Spezialisiert euch auf eine Sache, auf eine Nische, wo ihr wirklich euch halbwegs gut auskennt. Wo ihr Expertise habt und eine Glaubwürdigkeit habt, dass ihr das an eure Bros und an wen auch immer weiter vermittelt. Ja, also so Amazon-Affiliate-Programm ist jetzt vielleicht nicht so ein guter Startpunkt, aber es gibt einzelne Seiten, also einzelne Firmen, wo du für deren Produkte als Affiliate-Partner wirklich auch relativ hohe Provisionen schon kriegen kannst. Affiliate-Marketing funktioniert so, dass du dir ein Produkt raussuchst, das Ganze dann bewirbst und für jeden Verkauf, der über deinen Link kam, du einen Teil des Geldes bekommst. Du brauchst also nicht dein eigenes Produkt, sondern kannst dir irgendein Produkt auf Amazon suchen und das Ganze dann bewerben und für jeden Verkauf einen Teil des Geldes kriegen. Ja, bei Amazon kriegst du zwischen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist. Ich bin ja selbst auch Amazon-Partner, aber das ist ein Apple und ein Ei. Ich glaube, das sind so zwischen 2 und 7% oder sowas, je nach Artikelart und so. Ich glaube, du kannst sogar bis 10% Provision kriegen, aber das ist eher selten. Eigentlich ist das eher Peanuts. Sinnvoller ist es, wenn du dir eine Brand suchst und bei denen, ganz häufig ist das wohl, jetzt lass mich nach einem Beispiel suchen. Ich habe ein Beispiel für euch. Ich benutze, wenn ich Videos aus dem Internet herunterladen möchte, den 4K-Video-Downloader. 4K-Download. Und da gibt es auch ein Affiliate-Programm. Hier, mal als Beispiel, ne? Weil ich das jetzt das Letzte ist, was mir eingefallen ist. Die haben hier auch eine eigene Unterseite. Hier, werde doch Affiliate bei denen. Und da kriegst du höhere Kommission. Da kriegst du sogar 50% Provision. Also das hier hat ja mehr Sinn, ne? Ey, hol dir doch, wenn du auch YouTuber bist oder Content-Creator bist, wie auch immer. Oder wenn du für was auch immer regelmäßig Videos aus dem Internet runterlädst, benutzt doch den 4K-Video-Downloader hier über meinen Link. So, und dann kriegst du noch ein bisschen Rabatt, bla bla. Und das ist ja auch nicht teuer. Das kostet nur ein paar Euro oder sowas. Und dann kriegst du da sogar schon die Hälfte von. Mal als Beispiel. Ne? So, und da gibt es ja etliche. Das ist, wenn ihr auf einer Seite von einem Produkt seid, in irgendeinem Online-Shop und nach ganz unten scrollt, unten im Footer, wo so Impressum, AGB und so weiter sind, da ist auch häufig Partner werden oder Affiliate. Und da dann gezielt nach Suchen, Ausschau halten bei Brands, die ihr gut findet, wo ihr das Produkt mit gutem Gewissen weitervermittelt.
vermittelt, finde ich wesentlich sinnvoller, als irgendwie über Amazon zu gehen oder so. Um das Ganze anzugehen, solltest du dir zuallererst mal einen Social-Media-Account machen, wo du dein Produkt dann bewirbst. Die besten Plattformen hierfür wären Instagram, YouTube und TikTok. Dann solltest du dir ein Produkt auswählen und auch eine Nische, die zu dem Produkt passt. Am besten sollte das was sein, wo du auch selbst Interesse dran hast. Dann verbindest du das Ganze mit einer Affiliate-Plattform. Die beste Plattform hierfür ist Amazon, aber es gibt auch ganz... Nee, Amazon zahlt viel zu kleine Kommissionen. ...viele verschiedene, die du benutzen könntest. Dann geht's an den wichtigsten Part, und zwar die Content Creation. In deinen Videos solltest du deutlich darauf hinweisen, dass dein Produkt die Probleme von deiner Zielgruppe löst. Das Allerwichtigste hier ist, dass du konsistent dranbleibst und jeden Tag Videos postest. Wenn du dann ein paar Videos gepostet hast, analysierst du deinen Account, schaust, welche Videos mehr Aufrufe bekommen als andere und repurpose dann diese Videos und strukturierst sie um. Ja, also im Endeffekt sagt er jetzt nur, werde Influencer, aber um die Ecke. Werde doch Influencer um die Ecke. Also wenn du sowieso jemandem sagst, bau dir eine Audience auf mit Content, den du auf Insta, TikTok und YouTube postest und lenke die dann auf dein Produkt, ja, dann im Endeffekt sagst du dem hier nur, ey, werd Influencer. Also mehr machst du ja nicht. Du sagst ja hier jetzt nur, werd Influencer. Und statt um 3% Kommission zu bekommen, meine ganze Online-Identität aufzubauen, um irgendeine Spülmaschine auf Amazon mal als Beispiel zu bewerben, statt meine ganze Arbeit da reinzustecken, um von wem anders das Produkt zu bewerben, da ist es doch viel cooler, wenn ich sowieso schon Content mache, weil ich da mein eigenes Produkt habe. Wenn ich schon die ganze Arbeit mache, täglich Videos um ein Produkt herum, bla bla bla, dann ist es doch eigentlich echt cooler, sein eigenes Ding zu machen, oder? Das heißt, du benutzt das Konzept der Videos nochmal, weil es ja eben funktioniert hat, weil das Video mehr Aufrufe hatte als das andere, aber eben dann in einem anderen Weg. Um bei diesem Businessmodell schneller Erfolg zu haben, könntest du auch mehrere Accounts erstellen und verschiedene Produkte durchtesten. Dann guckst du dir an, welches Produkt über deinen Link am meisten verkauft wird und legst dann darauf den Fokus. Der zweite Side-Hustle ist einer, von dem du bisher wahrscheinlich noch ziemlich wenig bist. Also ich würde direkt sagen, jetzt einfach spontan aus dem Bauch heraus, Tipp 1 an und für sich ist gut. Ja, mit Affiliate-Marketing kann man sich gut nebenberuflich was dazu verdienen. Super Tipps, um ohne Aufwand Geld zu verdienen. Erster Tipp, eine Arbeit, die locker so viel Aufwand... Genau, also es ist echt ein Vollzeitjob, ne? Also ich bin Influencer, Content Creator, nennt wie ihr wollt, bin ich als Vollzeitjob. Also das frisst einen ganzen Tag, um einen Tag an Content zu kreieren. Ihr wisst schon. Also das kannst du nicht nebenher machen. Als Teenager hast du Zeit. Schon. 1, 2, 3 Stunden am Tag nach der Schule hast du Zeit dafür. Also das kannst du schon machen. Ganztagsschule, ja, geht ja nicht bis 21 Uhr und dann gehst du nach Hause und direkt ins Bett, sondern zu Hause chillst du ja ein paar Stunden. Und diese Stunden, die du zu Hause chillst, kannst du auch ein paar lustige TikToks machen. Das geht schon. Ich würde aber den Tipp geben, wenn man das jetzt so macht, wie er erklärt, du suchst dir coole Produkte, die du feierst und machst eine Influencer-Online-Präsenz, um das zu bewerben. Dann würde ich euch stattdessen empfehlen, macht doch lieber Folgendes. Wenn das Ziel ist Affiliate-Marketing, das ist das Ziel, darüber wollt ihr die Kohle machen, dann würde ich euch den Tipp geben, macht doch stattdessen ein Kanalkonzept. Ich kaufe alle möglichen Dinge, ich reviewe das. Ich kaufe dies, ich kaufe das, ich teste das, finde ich es gut oder nicht. Dann kauft ihr für 10 Euro den Artikel auf Amazon, für 20 Euro den, wie auch immer, und sagt, ey, das finde ich cool, bam, hier ist der Link dafür. Dann könnt ihr es selber auch bestellen. Dann funktioniert das Affiliate-Marketing. Das Coole an dem Approach ist, wenn du nicht einfach sagst, okay, mein ganzes Profil ist dafür da, um diesen einen Staubsauger zu bewerben, sondern du machst ein Profil, ich teste einen Staubsauger, dann teste ich dies, dann teste ich das. Also einfach nur so ein, ich packe Sachen aus und gucke, ob die cool sind und habe vielleicht sogar Geheimtipps. Wenn du so ein Konzept aufbaust, ist das Coole. Wenn du eine große Reichweite aufgebaut haben solltest, was natürlich immer viel harte Arbeit und auch Glück braucht, das braucht beides. Wenn du es geschafft haben solltest, eine große Reichweite aufzubauen, dann kommen irgendwann Firmen auf dich zu und schicken dir die Sachen zu. Und dann hast du einfach diesen cleanen Übergang von, ich bestelle die und die Sachen, ich teste sie, sag, ob ich sie gut finde oder nicht. Irgendwann hast du dann, eine Firma bezahlt dich dafür, dass du das auspackst und guckst, ob es gut ist oder nicht. Wichtig ist nur, dass du deine Meinung nicht kaufen lässt, sondern dass du trotzdem sagst, der Firma, ey, wenn ihr Bock habt, mit mir zusammenzuarbeiten, gerne, aber ich bin ehrlich zu meiner Community und ich bewerte das Produkt ehrlich. Wenn euch das so passt, let's go. Ja, den Tipp würde ich euch dann eher geben. Bis gar nichts gehört hast, nämlich Phone Flipping. Du brauchst zwar im Vergleich zu Affiliate Marketing ein gewisses Startkapital, aber nur für den Anfang und dann läuft alles reibungslos weiter. Und wenn du einmal im Prozess drin bist und weißt, wie es läuft, kannst du das ganz easy auf 10.000 Euro im Monat skalieren und dann... Phone Flipping, also kaputte Handys einkaufen, reparieren und dann teuer wieder verkaufen oder was? Das nur von deinem Handy aus. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt? Um es mal grundlegend auszudrücken, ist Phone Flipping wie jede andere Form von Reselling auch, seien es Autos, Schuhe oder Kleidung. Sprich, du kaufst ein iPhone unter dem normalen Marktwert, verkaufst es dann wieder bei seinem Standardmarktwert und behältst dann das Profit, was dazwischen liegt. Und das wirklich Gute an Phone Flipping ist, dass der Markt riesig ist. Überall auf... Ja klar, es ist... Ach, da fühle ich mich jetzt wie ein Shark im Shark Tank oder wie ein Löwe bei der Höhle der Löwen, ne? Argumentier doch nicht, ey, damit kann man viel Geld verdienen, weil der Markt ist riesig. Ja, der Markt ist immer riesig, aber bei einem riesigen Markt hast du auch eine
eine riesige Auswahl an Konkurrenten, gegen die du dich durchsetzen musst. Also warum soll ich denn bei dir ein iPhone für 800 Euro kaufen, wenn ich es bei wem anders für 800 Euro kaufe? So, weißt du? So, es muss ja einen Grund haben, warum ich es bei dir kaufe. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, erstmal an günstige Handys ranzukommen, die günstiger sind als Marktwert. Dann musst du die Expertise haben, die zu reparieren. Und dann musst du es auch noch schaffen, unter dem Standardpreis zu verkaufen, weil sonst kaufe ich ja Neues. Warum soll ich ein gebraucht repariertes für 1000 kaufen, wenn ich auch ein neues für 1000 haben kann, ne? Also da muss deins 700 kosten und ich spare mir 300, wie auch immer. Also, ja, den finde ich nicht so gut, den Tipp. In der Welt besitzen Leute iPhones und wollen diese natürlich täglich upgraden und verkaufen dann ihre alten Handys, um sich neue zu kaufen. Wie schlägst du jetzt aber Profit darauf? Hier ist ein Actionplan, den du befolgen kannst, um direkt damit zu starten. Also was du machen willst, ist auf einer Plattform wie Facebook Marketplace nach iPhones zu schauen, die in einem Radius von 50 Kilometern von dir verkauft werden. Danach analysierst du die Preise und schaust dir an, was so der Durchschnittspreis ist für ein bestimmtes Modell. Du machst dir dann eine Liste vom Durchschnittspreis von verschiedensten Modellen, kaufst sie 100 Euro unter dem Marktwert ungefähr. Hä? Okay, du guckst, bei Facebook Marketplace kostet so ein iPhone gebraucht 700. Okay, dann kaufst du das für 600. Hä, aber wo? Hä? Wo denn? Und verkaufst du dann bei dem Marktwert und erhältst den Profit. Es ist im Grunde recht einfach und du verlierst nicht wirklich was dabei. Also okay, ich kaufe was für 600 ein, um es für 700 zu verkaufen. Hab dann 100 Euro Profit gemacht. Um auf 10.000 Euro im Monat zu kommen, muss ich ja 100 iPhones auf diese Art und Weise jeden Monat flippen und verkauft kriegen. Bro, nein. Hell no. Und wenn du dann einmal verstanden hast, wie der iPhone-Markt funktioniert, kannst du eigentlich jeden Tag iPhones kaufen und verkaufen und kannst dann ziemlich schnell viel Geld machen, ohne überhaupt wirklich viel Zeitaufwand zu haben. Na. Methode Nummer 3, die es dir erlaubt, von deinem Handy... Er hat jetzt von Reparieren gar nichts gesagt, ne? Seine Idee ist einfach nur, ich kaufe was gebraucht. Also ich gehe jetzt beispielsweise auf eBay Kleinanzeigen. Ich gucke deutschlandweit, wer verkauft ein iPhone für 600? Dann kaufe ich das für 600, gehe dann in meinen Facebook Marketplace in meiner Umgebung und verkaufe es für 700. Also ich kaufe es gebraucht, günstig, verkaufe es gebraucht, etwas teurer. Und den Profit kassiere ich dann. Steuern kommen oben drauf. Klar, Logo. Verstehe ich das richtig? Das ist doch voll riskant. Finde ich ja seltsam. Handy aus einem Business zu starten ist Content Repurposing. Boah, ich würde sowas gerne einfach mal ausprobieren, um zu gucken, ob die Typen nur schwätzen oder ob das funktioniert. Ich würde es wirklich mal testen wollen jetzt mit den iPhones, ne? Handy aus einem Business zu starten ist Content Repurposing. Das sollte den meisten höchstwahrscheinlich schon ein Begriff sein. Falls nicht, bei Content Repurposing nimmst du hauptsächlich Longform-Videos von Creatern, sowas wie YouTube-Videos oder Podcasts und wandelst sie dann in Shortform-Videos um, wie du sie täglich von Instagram oder TikTok kennst. Heutzutage suchen ja, okay, das ist ein Klassiker. Zahlreiche Creator nach jemandem, der ihnen hilft, ihre Videos über alle Plattformen zu verteilen und die Bezahlung hierfür kann von 10 Euro bis zu 100 Euro pro Video sein. Und der allgemeine Prozess ist auch nicht allzu schwer. Ja, fühle ich. Ja, denn es sind hierbei nur zwei Hauptbestandteile nötig. Einmal das Hinzufügen von Untertiteln und den Clip dann auf die klassische Größe von TikToks oder Reels anzupassen. Dafür kannst du ganz einfach Plattformen wie CapCut verwenden, die komplett gratis sind und beide diese Funktionen beinhalten. Viele Creator wollen auch, dass noch Effekte oder B-Rolls zu dem Video hinzugefügt werden. Falls du das Ganze also schon drauf hast, kannst du noch mehr für die Videos verlangen. Falls du das Ganze aber noch nicht kannst, solltest du den Preis nicht ganz so hoch ansetzen und dich eher auf die Quantität der Clips fokussieren, sodass du trotzdem viel Geld verdienen kannst. Jetzt verstehst du grundsätzlich, wie der Service funktioniert. Und um Kunden zu finden, solltest du einfach Creatern schreiben, die... Schreib mir. Matti, brauchst du dann Helfer? Ja, tatsächlich schon. Wenn ihr das hier jetzt gerade hört und wirklich Bock drauf habt, mich da zu unterstützen, ist dann auch Stealing. Nee. Was er gerade, das finde ich gut. Er macht das richtig. Er sagt nicht, klau die Clips und lad sie selber hoch. Er sagt, biete den Creatern an, dass du für die die Arbeit machst, aber die dürfen es dann hochladen. Das heißt, ich frage euch, ihr schneidet die Sachen für mich, aber ich lade sie hoch und poste sie. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir eine Mail an Mindestalter. Ja, es muss halt, also allerbestenfalls eigentlich, ja, doch, ihr müsst eigentlich ich nehme eine Dienstleistung in Anspruch. Das muss eigentlich alles mit Rechnung laufen und so weiter. Ja, also was er hier erklärt, sind alles gute Tipps, aber das muss man dann auch alles entsprechend anmelden. Gewerbe anmelden, bliblablub. Ja, also es müsste schon offiziell laufen. Also ich würde da jetzt keine Schwarzarbeit hier engagieren wollen. Aber meldet euch sonst per E-Mail an contact@mrtrixxl.com. Ich schreibe es einmal in den Chat. Da ist es. Also falls ihr irgendwie Freiberuf oder Gewerbe oder so angemeldet habt bei irgendeinem Amt und das offiziell machen könnt, meldet euch. Longform-Content haben, aber noch nicht richtig gute Shortform-Content produzieren. Und glaub mir, du unterschätzt wirklich, wie viele Creator nach jemandem suchen, der ihnen hilft, ihren Content an mehr Leute zu bringen. Und damit kommen wir direkt zu Zeithassel Nummer 4, der auch was mit Content zu tun hat. Das TikTok Creator Rewards Program.
Software. Von den Methoden, die wir hier heute durchgehen, ist das wahrscheinlich die, mit der sich am meisten Geld verdienen lässt, mit dem wenigsten Zeitaufwand und die auch am einfachsten ist. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. TikTok hat nämlich schon seit einer Weile ihr neues Programm, das Creatoren mehr bezahlt als je zuvor. Im Durchschnitt sind es ungefähr 500 bis 1000 Euro pro 1 Million Views. Ist das so? Nee, mein Junge. Warte, jetzt muss ich selber einmal schauen. Hier Guthaben, ne? Also, bei mir steht, ich habe gerade 0,00 Cent. Das ist so dumm. Auf YouTube ist das viel besser aufgelistet. Auf YouTube sehe ich, wie viel Geld ich verdient habe, für wie viel Klicks, welchen CPM hatte ich dadurch und so weiter. Bei TikTok ist so, hier so viel Geld hast du. Ja, aber woher habe ich das? Hier hast du Geld. Okay, aber warum ist das so wenig? Du hast Geld. Okay. Die Creator auf ihre Videos generieren. TikTok zahlt nämlich tatsächlich so viel aus, aber nicht in allen Fällen. Letztendlich kommt es nämlich auf den sogenannten RPM an. Der RPM bestimmt nämlich, wie viel Geld TikTok pro 1000 Aufrufe zahlt. Und 1 Million Views auf TikTok. Ey, die Edits sind heftig von dem Video. Bro, schneidest du die Videos selbst? Also, das sind wirklich krass gut geschnittene Videos, denn die Animationen sind mega gut. TikTok zu generieren ist wirklich einfacher, als du denkst. Wie fängst du jetzt aber mit dem Ganzen an? Also, das Wichtigste ist wie immer die Nische, die du wählst. Es gibt wirklich zahlreiche, von denen du wählen kannst. Seien es GTA-Clips mit Podcast-Ausschnitten oben drüber oder interessante Fakten, die du mit deiner KI-Stimme generierst und ein paar Clips aufzeigst. Grundsätzlich gibt es wirklich viele Nischen, in die du gehen kannst, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass zum Beispiel Finanzvideos, wo jemand in die Kamera redet, den größten RPM haben, womit du dann auch am meisten Geld verdienen kannst. Aber du musst natürlich nicht unbedingt dein Gesicht zeigen, um viel Geld mit TikTok verdienen zu können. Falls du einen genauen Step-by-Step-Plan dafür haben willst, dann schau dir auf jeden Fall mein vorheriges Video an. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit du überhaupt Geld verdienen kannst. Erst einmal brauchst du auf deiner TikTok-Seite 10.000 Follower oder mehr. Du musst in den letzten 30 Tagen mehr als 100.000 Aufrufe generiert haben und deine Videos müssen über 1 Minute lang sein. Aber wenn du das alles hast, steht dir nichts mehr im Weg, um mit TikTok 4- bis 5-stellige Beträge im Monat verdienen zu können. Und glaub mir, diese Kriterien sind auf TikTok... Warte, noch mal ganz kurz. Ich habe neulich erst wieder angefangen, Shorts und TikToks zu posten. Warum steht da 0 Cent? Ich habe neulich mehrere TikToks gepostet, die jeweils über 100.000 Views hatten. Hier hatte eins 160.000, hier hatte eins 250.000. Da müsste ich ja seiner Rechnung nach jetzt hier so ungefähr 300 Euro Guthaben haben. Warum habe ich das denn nicht? Analyse. Sehe ich in der Analyse von dem einen Video nicht, wie viel Geld ich damit verdient habe? Ey, da ist ja TikTok echt lost, ne? Also ich bin jetzt in den Analytics von einem Video. Ich sehe nicht, wie viel Geld ich damit verdient habe. Hat er nicht gesagt, pro 1 Million Klicks? Genau, 500 bis 1000 Euro. 1000 Euro pro Million Klicks ist ungefähr ein 1er CPM. 1 Euro pro 1000 Klicks. Bei 250.000 Views habe ich dann 250 Euro. Aber wo steht das? Ich sehe hier nur alles andere. Ich sehe, wie viele Views, ich sehe, wie viele Likes, ich sehe, wie viele Zuschauer männlich und weiblich sind, Follower oder nicht Follower, Alter, Standort und so weiter. Aber ich sehe nicht, wie viel Geld ich damit verdient habe. Warum? Warum ist das bei TikTok so untransparent? Das ist richtig kacke. TikTok Studio, Monetarisierung, Creator Rewards Programm. Aha, hier sehe ich's. Ich habe einen RPM von 0,42. Also nicht ein 1er CPM, sondern 0,4er CPM. Hier, da sehe ich's. Also das eine, was 250.000 Views hatte, hier steht, das hätte nur, ich weiß gar nicht, ob ich das in die Kamera halten darf, laut TikTok, aber ich mach's einfach mal. Hier, was ein Plot-Twist. Da habe ich über einen Zauberer gesprochen, der bei seinem Trick gestorben ist. Da steht, von den 250.000 Views, die das Video hatte, sind nur 70.000 qualifizierte Aufrufe, was auch immer das bedeuten mag. Und mit diesen 70.000 Views habe ich dann 30 Euro verdient. Das wäre 0,42er RPM. Aber ich weiß nicht, warum nur ein Drittel der Views qualifiziert sind. Aber jetzt steht da 30 Euro, aber ich kann auf diese 30 Euro nicht zugreifen. Guck mal, hier steht, ich habe, wie ihr seht, in der Kurve, okay. Ah, über 5 Sekunden geguckt, heißt qualifiziert. Dankeschön. Ihr seht hier, da unten ist das Datum auf der Skala, ne? Das ist so kurz vom 24.09. Da ist der Peak von dem Video gewesen, wo ich die 30 Euro verdient habe. Jetzt steht hier, letzte Auszahlung 0,01 Cent am 30.08. gut geschrieben. Aber das habe ich doch im September gepostet. Guthaben anzeigen. Hier steht, aktuelles Guthaben 0,00 Euro. Wo sind denn die 30 Euro hin, die ich mit TikTok verdient habe? Das ist voll untransparent. Ich weiß jetzt gar nicht, wo meine Kohle hin ist. Was soll denn das? Ich bin voll verwirrt jetzt. Also kack jetzt mal auf die 30 Euro. Aber geht ums Prinzip, ne? Die App verschluckt einfach mein Geld. TikTok wirklich nicht schwer zu erfüllen, weil TikTok mehr als 2 Milliarden monatliche Nutzer hat, die nach unterhaltsamen Videos suchen und du bietest ihnen diese unterhaltsamen Videos, sie schauen diese und du verdienst daran Geld. Egal welche Nische du wählst, bei TikTok ist es das Allerwichtigste, dass du gute Videos machst. Postingzeiten sind komplett egal, Hashtags sind komplett egal. Das Wichtigste ist deine Videoqualität. Das gleiche gilt für YouTube und Insta genauso. Okay. Wenn deine Videos nämlich gut sind, werden Leute sie sich immer wieder anschauen und deiner Seite folgen. So kommst du dann nämlich auch am schnellsten auf die 10.000 Follower, die du nämlich brauchst, um dein erstes Geld verdienen zu können. Alle diese vier Side-Hustles, die wir jetzt heute besprochen haben, sei es Affiliate Marketing, Phone Flipping oder Content Repurposing,
kannst du von heute auf morgen mit deinem Handy starten. Wenn ich dir aber nur eins davon empfehlen müsste, dann wäre es das TikTok Creator Rewards Programm. Da der Aufwand dafür ziemlich gering ist, weil du einfach nur Videos an deinem Handy erstellen musst, aber du dafür richtig krasse Resultate erzielen kannst. Klar darfst du nicht erwarten, dass du damit über Nacht reich wirst. Aber mit genug Arbeit und Input erlauben es dir alle diese Businessmodelle, dass du vierstellig im Monat verdienst. Oh, kommt da denn jetzt noch so ein Bro und putzt? Ist das wirklich so abgesprochen für einen Flex? Ey, ich bin so rich. Guck mal, ich habe die Skyline View und jetzt habe ich auch noch eine Putzkraft am Start. Weiß ich ja nicht, Bruder. Oder sogar mehr als 10.000 Euro. Du kannst die einerseits dafür nutzen, dass du dir neben deiner Schule, Arbeit oder Studium was dazu verdienst. Oder du machst das Ganze Vollzeit und kannst dann davon leben. Ja, okay. Also die Tipps sind an und für sich teilweise nicht schlecht. Also das mit dem Phone-Flipping finde ich ganz skurril. Die Tipps sind jetzt nicht alle schlecht, aber irgendwie, was halt typisch ist für diese Videos, ist, es wird halt dargestellt, als wäre es mal easy nebenbei gemacht. Was empfiehlst du uns Jugendlichen, um Geld zu verdienen? Ich empfehle euch, geht von Tür zu Tür, klingelt bei den Leuten und fragt, ob ihr denen die Mülltonnen reinigen dürft und ob sie euch dafür 20 Euro geben würden. Dann habt ihr einmal, müsst ihr einmal ein Investment machen, ihr müsst einen Hochdruckreiniger kaufen. Und dann kommt ihr mit diesem Hochdruckreiniger und sagt, ey, sie haben doch ganz bestimmte richtig versiffte Mülltonnen, vor allem die Biotonnen. Soll ich ihnen die sauber machen? Das kann ich ihnen ganz schnell machen, eben 10 Minuten, dann sind ihre Mülltonnen sauber, 20 Euro, dann bin ich wieder weg. Und dann machst du von Haus zu Haus, bam, 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 easy. Als Teenager, lightweight. So ein Ding, was ich kritisch finde an diesen Videos ist, es wird immer so getan, als wäre das mal eben so nebenbei gemacht. Und das meiste von dem, was er hier erklärt, sind Sachen, die machst du Vollzeit, da meldest du ein Gewerbe für an, da zahlst du brav Steuern für und so weiter. Als Teenager finde ich es einfacher, also wenn es jetzt nicht so Side-Hustles sein sollen, die man freiberuflich oder selbstständig macht, sondern generell als Teenager Geld verdienen, ey, ich glaube ab 16 oder so darfst du im Supermarkt Regale auffüllen und so. Und das sind teilweise schon Sachen, die teils relativ gut bezahlt sind, dafür, dass jetzt keine Arbeit ist, wo du, keine Ahnung, einen Doktortitel brauchst für so mäßig, ne? Zeitung austragen ab 14, auch Classic. Ich habe auch Zeitung ausgetragen. Was ist das? Meine ganze Jugend über, bis zum Studium, die ganze Schulzeit über nebenher dann, also als Teenager bis zum Abi habe ich Zeitung ausgetragen und dann ab dem Studium hatte ich das abgegeben. Das Lustige ist, ich habe Zeitung ausgetragen, ich habe das vererbt bekommen, weitergegeben bekommen von meiner ältesten Schwester. Die hatte nämlich diesen Bezirk, die hat es dann an mich weitergegeben, das war so eine Regelung, das durfte dann so an Geschwister weitergegeben werden. Dann war ich fertig damit, habe es an meinen Bruder Tobi weitergegeben und als Tobi dann zum Studium das nicht mehr machen konnte, hat er das abgegeben an unsere jüngste Schwester Theresa, die 20 Jahre jünger ist als unsere älteste Schwester. Seit 20 Jahren ist dieser Drecksbezirk in der Bergerhand. Die Frage ist, was macht Theresa, wenn sie anfängt zu studieren oder so und keine Zeit mehr dafür hat? Wer übernimmt dann den Bezirk? Also Real Talk, wenn Theresa damit durch ist, geht eine Ära zu Ende. Berger Mafia, auf den Punkt, genau richtig. Und hier geht es zum letzten Video, in dem Torben Platzer TikTok-Geldverdienmethoden exposed hat. Ultra spannend gewesen, klickt da gerne rein.